Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt namens Invasion Mod. Invasion Mod. Wir haben es im Let's Play schon kurz angekündigt, dass wir sowas machen werden. Was ist denn das? Wir werden das aber auch vielleicht, also meiner Meinung nach könnten wir das wiederholen. Ja. Müssen wir. Ja, wir werden vielleicht nochmal eine Aufnahme machen mit mehreren Leuten. Da gucken wir einfach mal. Aber zuerst mal werden wir die Map dann im Download anbieten. Das ist aber noch zur Zeit relativ sinnlos, weil der Launcher noch nicht richtig draußen ist. Eigentlich noch gar nicht. Und tschüss. Jetzt bin ich weg. Jetzt wurde ich hier rein teleportiert und deswegen muss ich den Sound leiser machen. Genau deswegen. Machen wir so 30. Oh, sieht das geil. Deswegen könnt ihr die Map momentan nicht so gut spielen. Aber ich werde dann bald den Launcher releasen. Vielleicht dieses Wochenende sogar. Mhm. Vielleicht sogar bevor das Video rauskommt. Okay, wieso habe ich das überhaupt gesagt? Wir haben jetzt hier ein tolles Buch namens Hilfe! Und das Hilfe beschützt die Burg, findet den Hintereingang und startet den Nexus. Bam. Ja, wir haben den Hintereingang schon gefunden. Ich werde das jetzt wegwerfen an der Stelle. Wir haben eine viele Sachen. Reset. A lot of things that we can do. Okay, jetzt wurde ich gerade in Skype angeschrieben. Scheiße. So, wir haben jetzt hier auch schon mal ein Grundprinzip. Das wird uns der Usier erklären. Wir haben einen Sektor von... Also, wir haben einen Sektor, der ist Emerald. Nein, grün. Oder sag grün. Weil Smaragd. Grün. Oder ich sag einfach grün. Hm? Dann haben wir blau. Lapis Lazuli. Dann haben wir Gold und wir haben zum Schluss da hinten noch... Einfach weiß. Weiß, also Quarz. Und das sind die Grundsektoren, sage ich jetzt mal. Also das sind die Seiten. Dann gibt es einen äußeren Sektor. Das sind die Türme. Also das ist der ganz außen. Ja. Da kann man durch Tunnel rein. Ja. Dafür müsste man aber erstmal... Also, das zeige ich euch gleich. Dann gibt es den hier oben. Und man kommt jetzt runter mit... Also kommt ja, warte, runter. Ich muss kurz noch erklären, die Türme haben dann immer den Namen Blau und Weiß, weil es an den Seiten Blau und Weiß ist. Genau, logisch. Und du kommst jetzt hier runter. Ich bin schon Mensch. Also, dann gibt es hier hinter dieser schönen Lava-Wall oder Mauer, ja. Gibt es einen inneren Sektor, der ist auch schwer zu beschützen, weil man da nicht richtig sieht, ob da welche sind oder ob nicht. Ja. Dann... fahren wir fort, gehen wir nochmal hoch. Jo. Mhm. Gibt es den ganz im Inneren. Oh fuck, jetzt bin ich runtergefallen wegen dir. Mensch. Dann gibt es hier im inneren Bereich, also erstmal die Kisten. Im Block of Life auch noch. Du hast noch nichts davon genommen. Und ich würde sagen, also das haben wir in den Kisten vergessen, fällt mir gerade ein. Was? Rüstung. Also cheaten wir uns jetzt alle mal. Diamantrüstung. Nein. Das Diamantrüstung ist zu krass. Nimm irgendwas, vielleicht eine Lederrüstung erstmal, ja? Leder? Bist du krank? Leder. Okay. Ach, Leder wird mit A geschrieben, ich bin auch dumm. So, aber nein. Da ich wohl angehaucht bin, mache ich natürlich eine pinker Lederrüstung. Ja, wer das nicht möchte, kann jetzt gehen. Ja. Okay. Nur um das schon mal zu klären. Und, ja. Hier, sie hat jetzt so mal das Grundsystem gezeigt. Wir haben hier dann natürlich noch gewisse andere Dinge, die wir hier machen können. Nein, wir müssen auch gleich nochmal zum Nexus gehen. Ja, da gehen wir gleich hin. Also das ist der Block of Life, den kennt man vielleicht aus YouGames. Da, das Projekt geht auch bald weiter. Aber der Launcher zieht sich einfach und ich habe einfach gerade zu viel zu tun, anstatt dass ich da wirklich gut weitermachen kann. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Bäume angepflanzt, einfach damit wir Holz haben. Einfach genau. Deshalb. Und aus dem Holz, und dann haben wir uns halt noch ganz viel dieser Peridot erstes gegeben. Und diesen Nexus-Katalyst brauchen wir. Ja, der pinke Soldat ist bereit. Wie tut man die überhaupt färben? Da muss man halt den Farbstoff nehmen und das mit der Rüstung ins Inventar tun. Aha. Okay. Kenn ich aus meinem Set. Was wir in Zukunft auch spielen werden. Ja. Mein Set. Meines Set. So, ach, ich muss Leim gucken jetzt. Ich bin ja auch dumm. Ja, das sind jetzt alles so kurze Sachen, wo man jetzt die Spannung senkt. Ganz einfach, weil es langweilig ist. Aber da müssen wir durch. Ich meine, gefärbte Rüstung ist unglaublich wichtig. Besonders wenn allein dafür, dass sie geil ist. Nein, weil dafür ist, dass sie grün ist. Erstmal. Alter, Vater. Alter, Vater hier. Da muss ich mir gleich mal ein paar Steaks rausnehmen. Ich nehme mal so... Alter, ich dachte, ich Muss kurz mal weg, also Viertelstunde.
Ah, eine Viertelstunde weg. Ja gut, ich werde in der Zeit dann nochmal... Oha. Oha. So, jetzt nehme ich das Backpack raus. Also, ich werde in dieser kurzen Zeit dann mal kurz erklären, worum es hier denn genau geht. Also, Invasion Mod kennt man ja nicht, aber... ich werde es euch jetzt einfach zeigen. Der Invasion Mod besteht eigentlich nur aus einem Block. Ja, den Nexus. Wie hier oben. So, hier, da... Ich muss wieder umstellen. Ja, und da sind wir wieder nach einem kurzen Cut und ich war hier stehen geblieben beim Nexus. Nämlich, wenn wir jetzt Rechtsklick drauf machen, können wir einen Nexus-Katalyst reinmachen. Boom! Und da sehen wir Activating, are you sure? Damit aktivieren wir etwas sehr Schlimmes. Nämlich, jetzt werden versuchen, alle Arten von Mobs, von Zombies bis irgendwelche komischen Kreaturen, versuchen jetzt den Nexus zu zerstören und die sind auch in der Lage, Blöcke zu zerstören, ja. Und deswegen wird es zu einem großen Problem werden. Und ich mag das Geräusch nicht. Achso, ich wollte noch sagen, dass ich auch da bin. Ja, der Josier ist jetzt auch wieder da und ich werde jetzt kurz, das sind die verschiedenen Gänge hier mit verschiedenen Farben. Einfach die Farben, die wir auch davor genommen haben. Ja, und hier komme ich zum Beispiel zu dem. Ich habe vergessen, mir eine Spitzhacke zu machen. Das ist schon ein Baum gewachsen eigentlich. Ja. So, ja. Ich habe leider das Smart Moving nicht mehr installiert, weil der nur Probleme bereitet. Ich meine, der Mod ist zwar cool, aber... Was? Oh, da ist ein Zombie. Hi. Oh ja, ich laufe jetzt auch erstmal unten dann. Ja, das ist am Anfang auch spannender. Ich würde jetzt sagen, ich tue jetzt einfach erstmal... Da ich Smart Moving. Du musst dir erst eine Spitzhacke machen, weil sonst kannst du den Weg nicht frei machen. Ich habe ja Smart Moving. Nee, aber du kommst ja nicht durch. Der Server lässt es nicht zu. Du wirst immer wieder zurückteleportiert. Oh, zu spät. Egal, ich hole eine Spitzhacke und dann helfe ich dir. So, wir müssen halt aufpassen, wie mit dem inneren, äußeren Sektor, dass wir da halt nichts übersehen und dass dann, dass da halt nichts durchkommt. Ne? Das kann nämlich fatale Folgen haben. Und der erste Baum ist schon gewachsen. Ja, das ist super. Ich mach dir gleich auch eine Spitzhacke, ja? Jo. So, wir sind hier am Abbauen. Ja, und wir haben das mal... Ihr wisst, erzähl du einfach mal früher. Ja, wir haben das früher mal gemacht. Und irgendwie waren wir auch voll gut darin. Und dann haben wir es nicht mehr gemacht. Ja, reicht das? Wir haben... Also wir waren damals ziemlich gut, wir haben es auch ziemlich lang gespielt, ja. Wir haben hier so eine kleine Adventure-Map sozusagen rausgemacht, ne? Und wir waren halt früher richtig gut und kannten uns richtig aus, so dies, das, Ananas und... Naja, jetzt mal jedenfalls nicht mehr. Ja. Und deswegen kann es auch sein, dass wir einfach direkt sterben. Ja, also wir probieren es einfach und wenn wir bis, ich glaube ab Level 30 können wir dann auch unten in den Nexus reingehen. Oh, da ist schon wieder die erste Höhle. Da haben wir nämlich die Adventure Map gebaut. Ich glaube, die werden wir euch einfach zeigen, aber erwartet. Ich komm nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr da in die Türme rein, das weißt du, ne? Ja, ich weiß, deswegen habe ich auch eine Spitzhacke mitgebracht. Wieso habe ich Mob das? Ach nee, die Mob. Ich bin bei dir irgendwo, glaube ich. Ich bin bei Gelb. Ja, ich bin auch da. Perfekt. Also wenn du rein willst, hier hast du eine Spitzhacke. Und hinter dir läuft gerade schon jemand rein. Nein, tu das nicht. Nein. Ich muss den unbedingt noch erschießen. Guck, Porkchop. Das ist richtig geil eigentlich. Komm jetzt, gib her. Ich habe sie dir doch schon gegeben. Hast du? Ja, das liegt da hinten. Muss nochmal hingehen. Boah, ich müsste jetzt mal meine Render-Distance runter machen, weil das lag extrem. Ja, mach das mal. Ach, Quatsch. Also, ne? Ich mach jetzt auf Short. Optifine tut schon viele Fehler verursachen. Ich hoffe mal, dass wir bald mal mit dem Großteil der Mods Nein. auf die 1.6.4 umswitchen können. Weil dafür gibt es eine neue Forge-Version. Bam! Die auch wesentlich besser funktioniert. Ich werde für diesen Zombie kein Schwert opfern. Nein, geh rein! Nein, du gehst da jetzt rein. Geh in die Lava rein! Mann! Ich bin schon Level A1. Ja, nein! Fuck, jetzt habe ich ihn gerade so schön geschlagen. Oh, da kommt noch einer. Ja gut, den kann ich jetzt töten. Ja. Ich habe irgendwo eine Spinne, aber die ist nicht hier. So.
Junge, ich habe einfach ein Skelett gewonnen-hittet mit dem Bogen. Also der Bogen hat schon echt Skills drauf. Genauso wie die Schwerter, die wir haben. Das wird halt später mal schwerer, deswegen müssen wir jetzt schön XP einsammeln. Und wir haben halt auch kaum Rüstung, aber wir kriegen Rüstungsteile. Hast du schon Rüstungsteile eigentlich? Ja, mein pinke Soldat-Rüstung. Ja, aber nee, sonst noch so eine Eisenrüstung. So. Nein. Scheiß auf Eisenrüstung, scheiß auf Diamantrüstung. Wenn du eine pinke Soldatrüstung hast, kann dir nichts mehr passieren, Alter. Hast du recht. Und wir sollten jetzt auch nicht zu verschwenderisch mit unseren Schwertern umgehen. Mhm. Oh, da ist schon die erste Springspinne hier. Ja. Ich gehe jetzt mal oben auf die obere Skelette, Plattform. Die nicht an der Tagesoberfläche brennen, genauso wie Zombies. Alter. Ich bin jetzt auf der oberen Plattform und knall die alle ab, ey. Du knallst alle ab. Ja, Mann, alle töte ich. Ich bin inzwischen schon Level 3. Boah, da fühle ich mich jetzt aber cool. Ist cool, dass ich brauche Skelette immer nur einmal anzuschießen und dann warte ich kurz und dann sind sie tot vom Feuer. Also, ne? Das läuft. Da ist schon der erste Gang. Ja, ja. Ach, wie geil, wir haben Optifine da drin. Oh ja, schön. Nein, wieso? Oh, der Server leckt. Und der Creeper ist tot. So, jetzt kriegen wir Cooked Pork Chop von diesem. So, der stirbt. Aber Zombie-Pigments werden später so schwer. Oder der Riese. Boah, das. Boah, allein vor dem Geräusch habe ich Angst, Alter. Ich habe eine Eisenbrustplatte. Alter, das sieht richtig geil aus. Ey, das. Guck dir das mal an. Also, ich glaube, das können wir auch für The Stranded Man benutzen. Wie? Später. Die Eisenrüstung. Die sieht richtig gut aus. Hast du ein Texture Pack oder was? Ja, ist so ein Text von mir. Ja. Können wir mal. Also, ich hab Default drin, deswegen. Ja, bei ihm ist Minecraft irgendwie abgeschissen, als man das Texture Pack angemacht hat. Das war bei dem. Bei dem. Wow. Das war früher irgendwie nicht so. Ich glaube, dein PC hat einfach zu wenig RAM. Was ja, ich baue mir jetzt einen neuen. Ja. Also wenn Josiah einen neuen PC hat, dann geht's ab, Alter. Dann werdet ihr auch mal richtig viel von Josiah sehen. Dann wird er auch mal alleine aufnehmen. Dann weil ich meine, ich habe eine bessere, ich habe einen besseren Upload als Matthias, ne? Ich will ja nicht angeben. Inzwischen nicht mehr. Weißt du warum? Fick dich. Also wir upgraden bald wieder nochmal. Fixer. Oh, dann machen wir das eben auch nochmal. Nein, ist egal. Das allein, weil wir es können. Es geht halt einfach darum, dass der Josiah dann jetzt auch in der Lage ist, ein paar Videos zu machen. Und momentan muss ich ja den Kanal irgendwie alleine leiten. Und gar nicht wahr, Alter. Du kriegst gleich einen Headshot, wenn du noch so weiter Scheiße laberst, mein Kleiner. Headshot? Du bist also so frech und... Ja, aber ich habe extra daneben geschossen. Ja. So, also, guck mal, jetzt lade ich den Rot auf und jetzt die hat baut die... Eier, Alter, du Pisser. Nein, die hat Eier gebaut. Scheiße, das Ei töten. Nein! Oh! Scheiß Vieh, Junge. Wir sollten uns irgendwie auch schlechte Schwerter machen. Oder? Ich hasse diese kleinen Pissdinger, Alter. Das Problem ist, ich muss dafür jetzt mein gutes Schwert verwenden. Warte. Kannst du mir mal so ein schlechtes Schwert machen und drunter schmeißen? Nee. Okay, danke. Dann komme ich jetzt kurz rein. Kein Ding. So. Ich muss nämlich hier. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Managen alles. Also, der Shader tut manche Dinge. Warte, ich mach den Shader mal kurz raus. Irgendwie, ich weiß nicht, der Shader sieht mit der 1.6 nicht mehr so schön aus wie früher. Aber es liegt daran, dass ich einen anderen Shader nehmen muss, weil den Shader, den ich benutzen wollen würde, er funktioniert nicht, weil dann stürzt Minecraft ab. Das ist traurig, ja. Traurig, aber wahr. Ja, das harte Leben des Matthias. So, jetzt nehme ich nochmal ein bisschen Fleisch mit. Also leckt gerade ein bisschen, kann das sein? Nö. Ihr seht, ich mache da auch gleich nochmal ein schlechtes Schwert, ja? Mhm. Dann kann man das einfach benutzen, wenn man gerade irgendwie nicht so schwierige Gegner hat. Ja, können wir machen. Wo bist du? Ich bin hier unten bei Weiß. Ja. Innen, außen? Außen. Okay. Du bist so ein Pisser, Alter. So. Oh, stirb. I wanna be. Cause everything.
Everest. Oh nein. Also momentan ist es ja noch relativ einfach. Das haben wir auch gesagt, nur sind wir bei der 9. Welle gestorben. Ich glaube, das wird dieses Mal nicht anders sein. Also deswegen klopfen wir jetzt extra. Also letztes Mal, weil wir haben schon eine Probe auf. Wir haben ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock, die kompletten Türme so zu lang zu gehen. Ich nehme jetzt einfach nochmal diesen Teleporter. Ist auch nochmal geil eigentlich. Also, Alter, wieso... es hat mich so... es war ein bisschen blöd, weil bei mir ist Minecraft die ganze Zeit abgestürzt und dann musste ich sie allein überleben und dann auf einmal war ein Zombie drin. Oh. What? What the fuck? Und dann war das halt irgendwie aus mit Scheiße. Ja. Ja. Genau, bau den Obsidian-Block ab. Die sind echt scheiße, die Viecher. Naja, auf jeden Fall war dann halt das tolle Problem da, dass wir verloren haben. Und ich war halt dann nicht wirklich dabei und Deosia war auch nur so halb dabei und deswegen glaube ich, also ich glaube schon, dass wir länger überleben können. Du kannst es auch aufhören zu reden. Und wir standen halt auch immer außen und das Problem war, dass irgendwie die Leute dass die Mobs irgendwie nach innen gekommen sind, besonders die Zombie-Pigments, und dann war halt niemand von uns da und dann war es. Boah, es gibt jetzt echt krasse neue Sachen, es gibt viele neue Sachen. So, es gibt einen Engine-Hammer oder so. Soll ich dir mal ein bisschen von dem Stuff geben? Du kannst auch in den Nexus holen und das rausnehmen. Ja, mache ich. Ich gehe mal jetzt kurz in den Nexus. Da können wir auch irgendwie Diamanten machen, oder? Es gibt was Besseres als Diamanten dort. Ah, dafür brauchen wir Rift-Flux. Rift? Rift-Flux. Oh, wir können auch Balkans Weapon-Mod benutzen. Oh yeah. Aber dafür brauchen wir Eisen, also nein. Ich habe 4 Rift-Flux. Rift-Flux, so viel? Ja. Das ist aber schon relativ viel. Large number of mobs slipping through the Nexus Rift. Oh shit, Digga. Wir haben verkackt. Zweite. Oha! Ein Panzer! Ein Panzer! Ein Panzer! Hilfe! Ein toter Panzer! Ich seh nichts! Captain, wir brauchen... Fuck, ich seh nichts. Ich muss den Shader anmachen. Nein! What the fuck? Nein, Spinne, du stirbst! Nein, Spinne, du stirbst! Nein, es hat sie ihre Eier gelegt. Ah ja, ist so ein Tor.